Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier auch wieder in der Provinz Daggerfall. Und ja, ich würde dann sagen, wir machen mal hier ein paar Quests fürs Königshaus. Obwohl, hier sind wir eigentlich im Grunde fertig. Wir haben ja hier nichts mehr zu tun, außer für Knights of the Dragon, genau hier, da sind sie. Für die noch irgendwas zu machen. Und ich würde dann vielleicht lieber für die noch ein bisschen ein paar Quests machen. Wir müssen aber trotzdem erstmal warten. 4 Stunden, sage ich jetzt mal. So. Da ist er. Max the second, by which of unparalleled devotion of legendary personal progress, we of the Knights of the Dragon are honored to offer you the title of Paladin of the Knights of the Dragon. In addition to the article of armament we traditionally bestow, the order of the people of Daggerfall wish to present you with a deed to a house, so you will consider Daggerfall your home, as well as your custody. The title of Paladin is the highest honor the Knights of the Dragon recognize. But our pride in you knows no bounds. For many of us, you are the ideal to which we aspire. Paladin Max Deus the Second. Wir können ein Haus kriegen? Receive House? I have an excellent property for you, Max Deus the Second. Let me mark it on your map. Okay, aber erst einmal, wo war denn der gute Dude, der hat doch bestimmt eine neue Rüstung für uns. Receive Armor. I have a fine piece of armor for you. Dedrick. Alter, was? Ich würde sagen, wir nehmen das. Warte. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Alter. Nein, wir bleiben bei dem. Und wo ist jetzt das Haus? Wo ist unser Haus? Ist das hier? In der Stadt? Diebesgilde, dunkle Bruderschaft. Wo ist... Da! Da wohnen wir. Ab nach Hause. Ich will mein Haus sehen. Alter. Und wir haben unsere erste dädrische Rüstung. Ja, geil. Wir haben ein Haus. Wie weit noch? Ist aber noch nach Süden. Ist zwar erstmal ein kleines Haus, aber wenigstens haben wir jetzt ein Haus, wofür selber nicht mal Geld ausgeben mussten. Das hier? Das hier. Das ist unser Haus. Ja, sieht noch bescheiden aus von außen. Ah, ich kann hier lagern. Ich kann hier lagern. Und wir haben Dachboden. Aber ich hätte hier trotzdem gerne irgendwie ein bisschen mehr Möbel. Aber okay, wir haben jetzt hier ein Haus in der Stadt. Das ist unser Haus, unser Zuhause. Und wir sind Paladin. So, warte mal.
die Affiliations. Paladin, ja Mann. Hier geht's aber runter, Dark Revolt und Thieves Guild. Okay. Das heißt, wir müssen für die hier noch ein paar Quests machen. Ich weiß jetzt nicht, was das für Vorteile hat, wenn wir da aufsteigen. Warte mal, wir haben hier aber auch noch anderswo einen Ruf. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo ich das nachsehen kann, wo ich woanders einen Ruf habe, bei den Nekromanten als Beispiel. Wie sieht es jetzt eigentlich mit unserem Level aus? Wo haben wir Level? Da. Den haben wir noch zu 0% erledigt, erfüllt. Egal, wir gehen jetzt da lang. Bevor wir da eine Quest annehmen, gehen wir nochmal hier verkaufen. Das eine Ding, was wir haben, brauchen wir ja nicht mehr. Und guck mal hier. Ne, das Adamantium. Die wollen wir nicht. So, den können wir jetzt das hier verkaufen. Ah ja, und wir wollten unsere... das hier wieder anziehen, aber... ich glaube, machen wir erstmal so. Das lassen wir so. Genau da, in diesen Weg Richtung. Und dann nehmen wir uns noch eine Quest. Mal schauen, was wir jetzt hier für neue Quests angekriegen. Ja. So, The Craziness. Eternal Rest. Invasion from Oblivion. The Dragon Slayer. The Artifact. The Army of Undead. The Lost Artifact. Das hier hört sich geil an. Max, we have an emergency. The Mage's Guild has discovered a rift in the wall between Oblivion and our dimension, Mundus. I don't pretend to understand exactly what that means, but it's bad. All sorts of Daedric beings are entering into our world. The Mage's Guild says it can seal the breach, but it falls to us to slay the Daedras that have already crossed over. Will you take up this quest not for gold but for glory? Ja. Go quickly then to the Vanausa Coven. We have no way of knowing how many Daedra are wandering its halls. The Mage's Guild says to slay all Daedric beings you encounter. They will contact you by spell when they detect the last invader gun. Hurry, for in 5 days it will be too late. Okay. Quest. Haben wir. Safe Game auf die 1. Und wie heißt der Ort, wo wir hin müssen? Vanausa Coven. Suchen wir. Wann. Komm. Vanausa Coven. Da unten. Oh, ist sogar eine Hauptquest-Dings hier. Dungeon. You pass a trample circle of in the dirt. Okay, dann gehen wir jetzt hier rein. Hier. Und machen hier ein Safe Game auf die 2. So, wenn hier Daedra gibt's, dann will ich die sehen. Das heißt, es gibt wieder Succubi. Ja, Mann. Wo sind denn diese Succubi? Gehen erstmal hier hin. Ach, Nymphen! Ja, Mann! Ich liebe Nymphen. Schade, dass ich die abschlachten muss, aber... ja, Mann. So. Succubi müssen auch hier sein. Wieder Nymphen, ja... Wo sind sie denn? Da.
für mich persönlich die sympathischsten Gegner hier. Ach, da oben ist noch jemand, aber wir gehen erstmal hier hin. Autsch. Trotzdem nehmen wir alles mit. Okay, das war ein Fleischhadronat. Die haben leider nichts. Hier gibt es nichts. Da haben wir noch ein bisschen Gold und was Magisches. Jo. Und ein Feuerhadronaten. So. Dann gehen wir mal hier hin. Ich habe da irgendwas anderes lachen gehört, gerade. Das hat sich jetzt nicht gerade schön angehört, sag ich jetzt mal. Autsch. Okay, jetzt müssen wir aber ganz kurz das machen. Oh, hier geht es sogar noch weiter nach oben. Und hier splittert es sich auf. Jo, genau. Ich glaube, es könnte gleich aber auch gefährlich werden für uns. Vielleicht müssten wir einmal kurz nochmal ein Safe Game machen. Irgendwo. Wenn wir hier ein Ende von dem Gang finden. Ah, okay. So, wo kam das Lachen her? Gut, dann gehen wir hier nochmal hoch. Da haben wir eine Tür übersehen gehabt. Hier. Ne, da waren wir. Hier waren wir noch nicht. Achso, das ist eine Ratte. Ja, okay. Und hier noch mal eine. Was ist denn das für eine Lache? Boah. Yo. Alter, hab ich mich jetzt übelst erschrocken. Aber das war zumindest ein Succubi. Jetzt müssen wir nochmal das hier machen. Weil ich mich jetzt so heftig erschrocken habe. Alter. So, was fehlt uns noch? Hier da hinten der Gang, oder? Ne, den haben wir auch. Ich glaube, hier unten fehlt uns noch was, ja? Ja, hier unten fehlt uns noch der Weg. Müssen da nochmal die... Waren wir da oben? Ja, da oben waren wir. Ich glaube, von da kamen wir auch. So... Und dann hier runter. So. Eisenarzt nach, okay. Was war das jetzt für eine Lache? Hörte sich jetzt nie. Wir machen hier ein Safe Game. So, den Droi haben wir immerhin.
Und jetzt sind wir noch schwerer. Okay, hier gibt es nichts. So, den Fisch haben wir erledigt. Und was haben wir hier? Jetzt müssen wir uns aber beeilen, nochmal zurück nach oben an die Luft, bevor wir hier ertrinken. Das wird nämlich jetzt sehr, sehr knapp. Ah, noch ein bisschen. Komm, 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 komm. So. Also, ja, stimmt. Wir müssen hier nicht die Luft aufladen. Achso, hier waren wir. Ich glaube, hier gab es sonst nichts. So, was gibt's denn noch hier? Ist das der Treu, der so lacht? Ich glaube, hier über mir ist was. Das heißt also den kompletten Weg nochmal zurück. Da ist eine geheime Tür. Denn da waren wir ja schon. So, dann beeilen wir uns mal. Hier war das wahrscheinlich. Jo. Was ist das denn für einer? A voice from beyond echoes in your head saying the last Zedra is dead. With it dead, Tamriel is safe again. Hey, what are you doing? Let go of my arms. I am a guild mage. Don't blow out that. Was? Ich glaube, da ist noch mehr passiert. Zumindest mit der Magiergilde. So, aber uns fehlt noch oben irgendwie was. Meine ich. Hier oben, genau, wenn wir den kompletten Weg nochmal zurückgehen. So, und dann hier. Dann müsste da gleich der Ausgang irgendwo sein. Oder? Nope, hier sind wir zu weit. Hier entlang. Und so, dann können wir einmal alles removen. Okay, Ingredients haben wir diesmal sehr, sehr viel. Und ich glaube, wir haben auch wieder 7000 Gold so auf Tasche. Hier waren wir noch gar nicht. Okay, da kämpfen zwei gegeneinander. Ah, und ein Deadrock. Okay. Ja, das nehmen wir alles noch mit. Okay. Dann hätten wir das. Dann ist das hier erledigt.
Ah, ich fand schön, auch mal wieder ein paar Nymphen zu sehen und einen Succubus und auch mal ein paar neue Gegner. Vor allem, das war auch nicht weit von Daggerfall. Und hier haben wir noch was. Condestill Laboratory. Oh. Können wir nach Hause gehen? Erstmal dann. Müsste diese Richtung sein. Boah, dann will ich jetzt mal sehen, wie das dann ist, wenn man zu Hause pennt. Zu Hause können wir ja pennen, so viel wir wollen. Glaube ich zumindest. Ich glaube, das war unser Zuhause, oder? Ist das unser Zuhause? Das ist unser Zuhause. So, wenn wir hier jetzt pennen, sagen wir 24 Stunden, dürfte uns hier nichts passieren. Hoffe ich zumindest. So, wir sind aufgewacht. Und dann... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das Spellbook. Und unsere Sachen wieder auf Tasche. Also in die Hand nehmen. Jetzt ist die Frage, wo haben wir den nächsten Laden? Ah, wir sind direkt neben der Bank auch noch. Hier. Ah, das ist gut zu merken dann. Aber erstmal gehen wir ein bisschen nach Norden da zu den Verkaufsständen. So. Die müssten ein bisschen weiter da sein. Ja, hier haben wir schon mal zwei solcher Läden. Achso. Wie spät haben wir es denn? 37. Dann läutern wir nochmal 3 Stunden. Ich glaube, 10 Uhr ist immer die optimalste Zeit. So. Hier ist noch nichts aus der älteren Material. Aber Ebony kriegen wir hier häufiger mittlerweile. So. Wie sieht denn im anderen Laden gegenüber aus? Der müsste doch mittlerweile was haben. Ich finde schade, dass davon jetzt noch nichts Besseres ist. Ah ne, dem brauchen wir ja nichts zu verkaufen. So, der Kräuterhändler. Beziehungsweise wir können auch erstmal dahin gehen. So. Nope, der hat nichts. Der hat nichts. Der hat nichts. Der hat nichts. Und der hat nichts. Ja, okay, 92 Gold. Besser als gar nichts. So, dann. Die Frage, die ich mir stelle, ist, können wir auch einen Tempel uns beitreten? Tempel zählen ja doch auch als Gilden, oder? Ja, das wollen wir nicht. Okay. Dann hier Gewürzhandel. Für mich ist das Gewürzhandel.
Wenn es irgendwen aufregt, sorry, aber für mich ist das Gewürzhandel. So. Ganzen Kräuter und so weiter auch noch weg. So, dann gucken wir mal hier, was der noch hat. Ja, die haben wohl nichts. Dem kann ich doch bestimmt noch was verkaufen, oder? Oder kann ich hier noch einen Karren holen? Noch ein Small Card. Wenn ich den jetzt... Warte, bevor wir den kaufen. Ich mache hier ein Safe Game. So. You have bargained me long and hard, Max. Let us be done. I would normally charge more, but for you I only ask 139 gold. Truly it is but a pittance. Ich habe doch jetzt zwei Wagen, oder? Habe ich nicht? Ich hatte jetzt gehofft gehabt, man könnte vielleicht mehr holen. Also, dass man auch mehr tragen kann. Habe ich wohl falsch gehofft oder gedacht. Aber egal, wir haben eben mehr als genug Geld. Also ist das dann auch nicht so wichtig. So, was haben wir noch auf Tasche zum Verkauf? So, dann ist das, was ich jetzt mir überlegt habe. Wollen wir vielleicht hier noch einer anderen Gilde beitreten? Beziehungsweise hier sind nochmal Knights of the Dragon. Vielleicht können wir da andere Quests kriegen. Oder nee, wir schauen uns mal den Tempel von Kynaret an, ob man da beitreten kann. Dann würde ich eher schauen, wo es ist. Entschuldigung. Wo vielleicht eventuell sogar der Tempel von Dibella ist. Das, Join Guild, Make Donation. Denen können wir beitreten. Training. Buy Spells. Cure Disease. So, Dedra Summoning. Ich finde das interessant, dass in einem Tempel so viele nackte Frauen sind. Make Spells. Get Quest. Naja. Dann würde ich erstaunen, wo... Nee, falsche Dings. So, gibt's... Wir gehen mal hier auf Tempels. Oder warte, vielleicht hier. Find die Bella. Nein, gibt's hier nicht. Hier vielleicht. Auch nicht. Nein. So, nein. Egal, dann bleiben wir hier erst einmal und dann suchen wir einfach mal vielleicht die Magiergilde auf. Das müsste wahrscheinlich das da sein. Dann treten wir einem Tempel irgendwann später bei. Aber wenn, dann würde ich wirklich mich eher für Tempel der Dibella entscheiden. Hier die
Elder Scrolls Lore, Göttin der Liebe, glaube ich, ist das die? So, da haben wir die Magiergilde. Okay, hier sieht es auch ein bisschen anders aus als die anderen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall sehr viel. Alter, wie viele Räume. Identify. Wer ist denn das? Sein Outfit gefällt mir. Bei Spells. Make Magic Items. Alter, was? Ach so. Hier gab es sonst keine Türen mehr. Wie ist denn das? Make Spells. Teleportation. Masters are reserved for members only. Okay. Was gibt's denn hier? Dedra Summoning. Genau, hier bei Spells. Was kann man bei der? Make Spells. Der ist wahrscheinlich die Wache. Unter Magiern. Training. Hier ist noch eine Wache wahrscheinlich. Ach. Get Quest, das ist der Questgeber. Buy Magic Items. Buy Spells. Warte, wenn Magic Items. Okay. Dann Join Guild. I'm sad to say that you are ineligible to join the guild. Perhaps if you were to devote some time and effort into bettering yourself in at least one of the six magical sciences, we may reconsider. Jetzt. Wie werde ich besser in Magie? Bei Spells. Wie werde ich hier in Magie besser? Ich kann hier wenigstens kaufen, aber okay, denen kann ich nicht beitreten. Was machen wir dann? Ja, dann würde ich sagen, ich überlege es mir, wie wir weiter vorgehen zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!